Er sieht aus wie der Maulwurfs-Opi von den Simpsons. Hallo und herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es ums organisierte Verbrechen geht. Wir schauen uns heute Hells Angels, das Milliardengeschäft der Rockerbande an. Während der Chat gerade vollkommen am Eskalieren ist und uns ein Hype-Train schon wieder der Stufe weiß ich nicht beschert, weil The Truth Seraph gerade schon wieder 50 Abos raushaut. Nerd4Gaming hat auch schon wieder 100. Leute, was auch immer, ihr solltet dabei sein. Jeden Montag und Mittwoch, 20 Uhr, twitch.tv/Dr. Freud. Und ansonsten dienstags, 10.30 Uhr, Copy and Taste, twitch.tv/Dr. Freud. Freitags, 9.30 Uhr, Morningshow, twitch.tv/Dr. Freud. Und ihr seid jetzt hier gerade auf YouTube, youtube.com/FlipFloyd. Da könnt ihr jetzt mit uns diese Doku genießen. Aber kommt doch mal live vorbei, ist geil. Wir sehen uns. Ich wollte sagen, ihr hättet sie aber auch schon genießen können auf... Except Paul, der schnellste, the fastest reader. Alter. Nochmal 50 Subs hier von Sanji Photography, Alter. Dankeschön. Sanji. Vielen Dank. Lass uns mal das Milliardengeschäft mit Abo, mit Rockerbanden. Ja, das Milliardengeschäft der, ja. Rocker. Freiheit, Kameradschaft und Männerschweiß. Wenige wie diese hier nennen sich Outlaws. Kameradschaft und Männerschweiß, das ist das Erste, woran ihr denkt, okay? Gesetzlose. Ich finde auch gut, dass das auch als erstes im Chat steht, erzählt Paul gleich wieder die Story, wie er mal bei den Hells Angels Bier geschnorrt hat. Holen war. Kann ich machen? Habe ich. Aber die meisten Podcast-Hörer wissen eh Bescheid. Ja. Wollte ich gerade sagen. Paul zu Leute. Besorgen. Paul wäre um ein Haar nicht hier gewesen mit uns heute Abend. Ja, das stimmt. Weil Paul es für eine gute Idee hielt, abends bei den Hells Angels an der Stammbar zu klopfen und nach Bier zu fragen. Ja, und hat er welche bekommen? Ja. Ja. So nämlich. Ja. So. Wir wollen wissen, wie gefährlich Bandidos oder Hells Angels. Hör mal, die Linse nicht auf mich, sonst hau ich dir das Ding in den Graben. Sieh, guck hier weiter rein. Wie sympathisch kannst du nur unsympathisch sein? Kameras sind unerwünscht. What? Aggressive Hells Angels wollen nicht, dass ihre Läden ihr Einfluss... Sonst hau ich dir da Dinge in den Graben. Das ist irgendwie voll niedlich gewesen. Wie sympathisch kannst du unsympathisch sein? Ja. Fand ich jetzt gut, ja. Bereich gefilmt werden. Unsympathisch, man kann sich nicht unterhalten. Sie demonstrieren ihre Macht, auch wenn die Polizei dabei ist. Manchmal ist man halt gezwungen, da Maßnahmen zu treffen, die man sonst unter diesem Druck nicht machen würde. Gewalt ist ein Teil des Menschen. Ach Gesetze so. Respektieren sie nicht. Klar, Olaf. Wer ihnen begegnet, macht freiwillig Platz. Was wollen sie wirklich? Was wollen sie wirklich? Die wollen nur mal in den Arm genommen werden. Ja, genau. Ich finde übrigens, so ein bisschen, wie sie da auf diesen Motorrädern sitzen, sieht fast immer so ein bisschen aus, wie in so, als ob sie in so einem Frauenarztstuhl sitzen. irgendwie ein lustiges Bild, wenn man sie dann so in der Masse da langfahren sieht. Jetzt mal ohne Spaß, hat dieser Frauenarztstuhl einen Namen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder heißt der Frauenarztstuhl? Gynäkologenstuhl oder Gynäkologiestuhl, ja, irgendwie sowas. Irgendwie so. Günstuhl. Ja. Gerd, er heißt Gerd. Klingt nach ganz Spreizstuhl. Leute, das klingt nach ganz schlimmem Durchfall, alles. Ja, das Gerd. Stimmt. Gerd oder Thomas. Thomas finde ich gut. Thomas es ist. Feder. Okay. Oder Günther. Ja, aber ich hatte tatsächlich mich noch, also die Frage habe ich mir irgendwie noch nicht gestellt. Einige eurer Antworten sind sehr gut, aber die kann ich auf keinen Fall vorlesen. Wenn mir jetzt einer mit Wurstfach kommt, ist vorbei. Hannover. Leute, Showtime für einen Rocker. Den mächtigsten Hells Angel Deutschlands, Frank Hanebut. Wie wird das gemessen? Der Boss der Höllenengel aus Hannover muss Frieden schließen. Mit den Bandidos. Hat er ein Zauberschwert, mit dem man sich verwandeln kann? Alter, aber der Kampf mit den Bandidos war so schlimm, auch hier. Mit den Bandidos? Habe ich das gesagt? Die Bandidos. Ja. Und jetzt stelle ich mir so T-Rex vor mit so roten und blauen Kopftüchern. Ey, die haben hier Leute getötet, Mann. Aber wie absurd es war, oder? Dass damals ein Presseandrang war, wie zwei so eine Vögel sich die Hand reichen und was unterschreiben. Geschickt. Peter Maciolek aus dem Ruhrgebiet. Den Namen hat man schon die mal gehört. Die Boss und ein Anwalt haben geladen und alle Medien sind gekommen. Unglaublich. Mit den blutigen Auseinandersetzungen soll nun angeblich Schluss sein.
Ist auch besiegelt groß, dieser Anschlag, Alter, wirklich das Ende des Rockerkrieges? Ah. Wahnsinn. Wahnsinn. Die Gewalt eskalierte. Ein Bandido wird auf seiner Maschine gerammt und schwer verletzt. Tatverdächtig, ein Hells Angel. Dann werden die Hells Angels angegriffen. Schüsse auf das Haus ihres Kieler Chefs. Yo, Olli. Yo, Olli. Olli, 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 Olli. Kannst du mich bitte nicht Yo, Olli nennen? Danke. Nee, Yo, Ausrufezeichen. Olli, Ausrufezeichen. Ja. Zwei Wörter. Kein Eigenname. Keine Markenrechtsverletzung an dieser Stelle. Icke. Ja. Heute. Ja. Icke. Ja. Auto. Ja. Nur Angels. Fahre. Icke. Ah, nee, Hells Icke, Angels. Fahre. Icke. Pass auf. Als ich dich, also jetzt mal ohne Spaß. Du hast doch bei dir in der Nähe steht da ein Blitzer mit einem Einschussloch vorne drin. Ja. Ja, bitte werden Sie nicht zu spezifisch, danke. Auf jeden Fall, als ich dich heute auf der Fahrt rausgeschmissen habe, ja, fahre ich dann irgendwann später bei besagter Stelle vorbei und so ein paar Meter weiter macht's Platz. Ja. So ein Loch in der Windschutzscheibe. Bei dir? So ein Riss. So ein Riss. No way. Ja. Richtig zum Kotzen. Richtig zum Kotzen. Ach du Scheiße. Und jetzt überlege ich, ohne Scheiß, ich bin paranoid genug zu denken, da ballert irgendeiner mit dem Luftgewehr rum. Ja. Möglich ist alles. Weil ist es das die gleiche, ist zu krass. Ist es die gleiche Richtung? Ja. Warst du bei Carglass? Noch nicht. Nein, noch nicht. Aber die reparieren und tauschen aus. Ja, ich weiß. Ich muss am Mittwoch auch nach Zesen. Alter, Falter. Das ist richtig zum Kotzen, Alter. Ich hab mich richtig, richtig aufgeregt. Direkt erstmal meine Frau angerufen, um mich auszukotzen. Piratenpap haut 36 Subs raus und haut da unten damit alles auf 3600. Der Kreis hat sich geschlossen. Absolute Ehre. Richtig stark. Nice. Piratenpap. Aber das ist, Ja, das war so wild, das wollte ich vorhin schon erzählen. Ich hab's bloß verpeilt irgendwie. Jetzt fiel's mir gerade ein. Bin mir richtig aufgeregt. Zeig ich dir morgen die Scheiße. Suchen wir den. Ist das vielleicht was für die Polizei? Ich weiß es nicht. Da ja, weiß schon. Ich auch nicht. Also, wenn da jemand. Ich kann's ja nicht beweisen. Ich kann's ja nicht beweisen. Ja, eben. Ja. Also, aber da wird, wir wissen ja alle, was in der Nähe ist. Da wird's Augenzeugen geben. Maybe. Kurz zuvor haben zwei Bandidos auf Hells Angels eingestochen. Beim Abendessen im Schnellrestaurant in Neumünster. Massenschlägerei auf offener Straße. Nur mühsam gelingt es Polizisten, die Feinde zu trennen. Blutige Auseinandersetzungen in aller Öffentlichkeit. Krass, die Polizei macht da auch mit? Die Bürger sind verunsichert, haben Angst. Ja. Regionalversammlung in Neumünster. Warte mal, Leute, nee. Weil gerade Leute geschrieben haben, der Diablo muss dann im Auto liegen. Also keine in Deutschland legale Luftdruckwaffe kommt durch eine Frontscheibe von einem Auto. Keine also legale. Das ist kein Loch, sondern das nein. ist ja. wie so ein Steinschlag. Ja, nur halt viel runder und viel doller. Ja. Bitte, ey. Und Diabolo, ja, ihr habt recht. Ich hab Diablo gesagt. Stell dir mal vor, da liegt da so ein riesen Dämon plötzlich auf der Beifahrerseite so, Entschuldigung. Sie wollen Informationen von der Stadtverwaltung, stellen bohrende Fragen an die Polizei. Sie fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Wer? Wenn man dasselbe erlebt hat, diese Polizeikontrollen mit massivem Polizeiaufgebot und auch, wie gesagt, wenn das SEK vor Ort ist, sie stehen mit Maschinenpistolen vermummt vor dem Auto und man wird kontrolliert und man hat Kinder im Auto, dann ist das unheimlich beängstigend. Das ist natürlich alles ein bisschen ängstlich für uns als Anwohner, wenn wir da so in der Kummerfellerstraße mitwohnen werden. Diese Gruppierung gibt es ja schon seit Jahrzehnten in unserem Land und immer wieder tauchen sie da mal wieder auf. Jetzt ist es eben ganz, ganz extrem und jetzt formuliert sich natürlich die Angst auch ein bisschen anders und deutlicher. Dabei können sich Rocker auch friedlich geben, sind mit ihren Harleys eine Attraktion für die gesamte Familie. Sonntagsausflug zum Europatreffen der Hells Angels am Steinhuder Meer. Das ist schon weird auch. Come on. Die Hells Angels gehören zu den sogenannten Outlaw Motorcycle Gangs, lehnen unsere Regeln ab, haben eigene Gesetze. Und dennoch posieren sie gerne mal für die Kameras als freiheitsliebende Rocker. Sind sie das wirklich?
Wir sind mit Detlef Zawadzki verabredet. Ich habe mal eine Verständnisfrage. Ich stelle einfach mal so ganz naive Fragen, weil es mich interessiert. Vielleicht weiß es ja irgendjemand oder vielleicht ist auch jemand irgendwie, keine Ahnung, Mitglied oder in einer Ermittlungsgruppe gegen Mitglieder. I don't know, I don't judge. Aber ist, also gibt's die Möglichkeit, jetzt mal ganz blöd gefragt, gibt's ansatzweise auch nur die Möglichkeit, weil das ja so arschviele sind, als Freizeitrocker ein Hells Angel zu sein oder sind das alles Kriminelle? Ich weiß soweit, es nicht. Soweit also ist ich gehört ein Club, wo du Mitgliedschaftsbeiträge bezahlst? Nee, du und kannst, dann du musst nicht kriminell sein. Ja, genau, denke ich auch. Ja? Die haben doch immer ganz oft dieses 1%-Ding und so für Leute, die dann halt auch wirklich okay. richtig auf der miesen Schiene fahren. Also du kannst auch einfach Rocker-Mitglied sein, genau. Die und, haben dann und zahlst andere deine Mitgliedsbeiträge einfach und bist einfach Freizeit. Du bist dann, das ist aber schon Wahnsinn, ist schon krass. Ich glaube, dann darfst du aber auch bei der Kutte bestimmte Sachen nicht und so. Also ich glaube, ja, genau, Gottes Willen, dass die ja da Regeln haben und Abzeichen und so, ist mir schon absolut alles klar. Aber du zahlst dann halt deinen Mitgliedsbeitrag da im Monat oder so und dann, du weißt ja auch, wofür du Geld gibst. Also ist ja, muss man ja kein Hehl draus machen. Aber krass. Crazy. Auch. Ich wusste das nicht. Ich erfahre das gerade zum ersten Mal. Was macht eigentlich Jörg Pilawa da? Ich finde geil, dass der Chat auch schreibt, Trixi schreibt, etwa 50% sind Straftäter. Ralf direkt darunter, nur ein ganz kleiner Teil ist kriminell. Naja. Quelle, vertrau mir, Bruder. Jeder Zweite. Redet, Leiter einer Sonderkommission Rocker im Landeskriminalamt in Kiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die sind sichergestellt worden bei der Durchsuchung der Autowerkstatt. Eine Tommy-Gun? Ja, genau. Anfang November in Flensburg. Ja, dem Strich sind das Kriegswaffen. Das sind Maschinenpistolen, automatische Waffen. Und wir ermitteln wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Besonders brisant bei dem Waffenfund war auch, dass wir nicht nur Waffen gefunden haben, sondern auch mehrere hundert Schuss Munition. Und wir haben dabei auch noch Sprengstoff gefunden, richtigen gewerblichen Sprengstoff. Und die scharfen Waffen werden auch benutzt. Wie ein Fall zeigt, der unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen in Neumünster verhandelt wurde. Angeklagt, diese junge Frau, die sich unter einer Mütze versteckt. Sie hat keinen Kopf. Als Freundin eines Hells Angels soll sie Lockvogel gewesen sein. Soll diesen Bandido in einen Hinterhalt gelockt haben. Dann wurde er angeschossen. Ach du Scheiße. Mehr als 10 Schüsse peitschten über einen belebten Parkplatz. 5 Kugeln trafen sein Bein. So sieht Rache zwischen Rockern aus. Der Outlaw wird noch Jahre brauchen, bis er wieder richtig laufen kann. Ach du Scheiße. Bei der Rekonstruktion des Tatablaufs mussten wir sehen, das war den Tätern offensichtlich vollkommen egal, ob da jemand getroffen wird und wer da auch getroffen wird, ob das ein Rocker ist oder ein zufälliger Passant, der da vorbeikommt. Das ist halt das Schlimme. Und da spätestens war für uns der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Also derartige Auseinandersetzung, wo Außenstehende gefährdet werden, das kann man in keiner Weise hinnehmen und wir müssen alles tun, wirklich alles tun, um das in Zukunft zu unterbinden. Seit diesem Verbrechen vor einem Jahr fährt die Polizei in Schleswig-Holstein eine Null-Toleranz-Strategie. Die sich bekämpfenden Bandidos, Hells Angels und ihre Unterstützer stehen unter genauer Beobachtung. Kündigt ein Club eine Party an, rücken schwer bewaffnete Hundertschaften an. Rocker, die die Party besuchen wollen, werden nach Waffen abgeklopft und ihre Autos durchsucht. Eigentlich erstmal eine voll geile Sache so, weil immer wenn du eine Party feierst, weißt du, Security musst du nicht bezahlen. Naja, stimmt wohl. Ungestört können sich die Rocker 240 Kilometer weiter südlich bewegen. In Hannover betreiben die Hells Angels Imagepflege mit ihren Harleys. Sie zeigen ihr Color auf der Kutte, das Clubabzeichen auf dem Rücken der Lederweste. Sowas wie ihr Familienwappen. Die Botschaft ist klar. Wir haben hier das Sagen. Wir treffen einen Freizeitrocker, der Erfahrungen mit den Hells Angels gemacht hat. Seitdem hat er Angst vor ihnen und will nicht erkannt werden. Wir waren ein ganz normaler Motorradclub, hatten uns einen Clubnamen ausgedacht und Abzeichen auf unsere Jacken genäht. Dann kamen Hells Angels und haben uns das verboten. Einem Freund von mir haben sie sogar aufgelauert und ihm die Kutte weggerissen. Und Prügel angedroht, falls er nochmal damit fährt. Wenn das nicht reicht, dann geht man natürlich auf seinen Gegner zu. Man provoziert ihn. Es kommt zu Schlägereien, zu Körperverletzungen, bis hin zu schweren Verletzungen.
Also jetzt mal fernab davon, ob das legal, illegal, was auch immer ist. Jungs. Scheißegal. Jungs. Es ist ja ein Konzept, was aufgeht. Ne? Also sie reißen den anderen da jetzt ihre Kutten vom Leib und die trauen sich dann auch nicht, da mit ihren Kutten rumzufahren. Deswegen sind die Hells Angels da auch so dominierend. Können wir das nicht mit Merchandise so machen? Wenn wir Leute sehen mit fremdem Merchandise, dass wir denen einfach... Ja, du hast einfach recht. Brauchst gar nicht weiterreden? Ja. Lass das machen in Zukunft. Ich finde, wir sollten das grundsätzlich machen mit Menschen, die Oberteile tragen, die nicht von uns sind. Ja. So vor sind allen Dingen, weil wir einen Shop haben, in dem man keine T-Shirts kaufen kann. Sehr exklusiver Verein. Kommt noch. Wo sogenannte Gebietsverstöße festgestellt werden. Ein Rocker, der sich irgendwo in einem anderen Bereich verirrt oder vielleicht auch bewusst dort einen Kaffee trinkt, um seinen Mut zu beweisen, der wird angegriffen. Das Prinzip bekommt ein Hells Angel in Flensburg zu spüren. Yo, hier, zieh dir die Kutte an, beweis mir, dass du ein harter Typ bist, indem du beim Hells Angels Kaffee trinken gehst. Hä? Ey, da sind so komische Sachen dabei von den Ritualen, das ist ganz guck mal hier, seltsam. Simro fragt, ob sie dann einen 360er-Prozent-Patch bekommen. Jawoll. Starke Idee. Sitzt in seinem Wagen, als mehrere Bandidos ihn mit Äxten attackieren. Die Polizei befragt ihn vergeblich. Hells Angels welcher und Bandidos reden nicht mit der Polizei. Ja. Nie, auch nicht als Opfer. Für sie gilt die Omerta, das Schweigegelübde der Mafia. So wollen sie auch ihre Geschäfte schützen. Der Markt im Bereich des Rotlichts, im Bereich der Sicherheitsbranche ist endlich. Und die Hells Angels haben sich in Schleswig-Holstein in den Bereichen bislang recht gut etabliert. Und ich gehe davon aus, dass sie dort auch ihr Auskommen haben. Auf der anderen Seite, die Bandidos sehen, dass hier ein Markt vorhanden ist, wo man Geld verdienen kann und versuchen natürlich, sich dort auch zu etablieren und ihren Teil vom Kuchen abzubekommen. Hier im überschaubaren Kieler Rotlichtviertel, direkt an der Förde, scheint der Kuchen verteilt. Einen großen Teil der Szene kontrollieren die Hells Angels und sie expandieren. Manche Immobilien in bester Lage mit Blick aufs Wasser haben sie sogar schon gekauft. Kameras sind nicht willkommen. Wir werden misstrauisch beobachtet und die Signale sind klar. Mit uns wollen sie nichts zu tun haben. Die Ermittler sind sicher. Bei den Kämpfen zwischen Hells Angels... Den Laden gekauft, aber kein Geld mehr für eine Jalousie gehabt, oder was? Diese scheiß Rollos nicht runterkriegen. Das ist halt richtig gut so, weißt du, wenn du so den geilen Move machen willst, dass du so langsam runterlässt und da mal noch so guckst und dann ist die Jalousie so... Hells und Bandidos geht's ums Geld. Geld, das hier verdient wird. Ja. Hier ist sogar von außen deutlich sichtbar, wer dieses Tattoo-Studio betreibt. Micha. Als ob einer aus dem Chat ein Tattoo-Studio aufmacht. Micha 81. Voll gut. Micha 81. Die Zahlen stehen für die Buchstaben im Alphabet. Die 8 für H und die 1 für A. Hells Angels eben. Was sich in Hannover gerade entwickelt, liegt in Hannover 10 Jahre zurück. Das Steintorviertel im Jahr 2000. Ein schmuddeliger Rotlichtkiez. Gewalt zwischen Konkurrenten ist an der Tagesordnung. Aber einer will sich durchsetzen. Karate-Andi. Frank Hanebut, Ex-Boxer, damals 36 Jahre alt. Er begann seine Rotlichtkarriere als Wirtschafter in einem Bordell. Jetzt will der Rocker mehr. Seinen alten Rockerclub, die Bones, Wie hieß denn der Typ? Der hieß nicht Karate-Andi, sondern der hieß Karate-Irgendwas. Kennt den noch jemand? Der war doch so eine... So eine Kiez-Legende. Ja, Karate. Karate Karl, wie hieß denn der? Nee. Karate Tommy, ne? Karate Tommy war es. Ja? Ja, ich glaube Karate Tommy. Der war krass. Damals galt ja tatsächlich noch in dem Rotlichtmilieu, war Faustrecht, ne? Also da war klar, keine Messer, keine Waffen. So, wird sich auf die Fresse gehauen und dann reicht das auch. Das hat sich wohl geändert in den letzten Jahren. Na, jetzt ist nicht mehr mit Faustrecht. Ja, das musst du dir aber da wirklich aus den Zeiten musst du dir das mal geben, wenn die da alle ankommen mit der schöne Peter und der Wiener Peter und dann Karate-Tommy und dann. Hey, da gab es so. Ja, genau, Nutella-Gang war das Ding. Nutella-Gang waren die jungen Wilden und dann gab es noch die Älteren, die hießen aber anders. Die GmbH. Das waren die richtig krass das Sagen hatten damals und so. Ja. Also völlig krass.
Ja, die haben sich ja auch beschwert, als das Ganze dann angefangen hat mit Waffen und so. Da gibt es auch eine Doku drüber, wie die da sitzen in ihrer Kneipe und sagen, ja, früher hat man die einfach auf die Schnauze gehauen, jetzt muss man immer aufpassen. Der Chat schreibt einfach Sachen hier, Inkasso Henry, Lamborghini Klaus, Nusspli Gang. Ja, aber Inkasso Henry gab es ja auch. Ja, ja, aber Nusspli Gang, die waren, das waren die richtig gefährlich. Und Porsche Paul. Ja, Porsche Paul, auf jeden Lackschuh Fall. Dieter. Geil. Den kenne ich persönlich. Mega. Sehr, sehr gut. Fusionierte er mit den Hells Angels. Nun ist der Sohn aus gutem Hause mächtiger als je zuvor. What? Es geht um die Herrschaft im Steintorviertel. Wer schafft Ruhe? Also sag ich nur herzlich willkommen im Le Girls, Girls, Girls. An die Konkurrenz. Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, wie ich gesagt habe, die Karten sind verteilt, die gibt es nicht mehr und das ist Finish. Zum Glück alle. Deswegen ist die Qualität so kacke. Mit Frauen ist viel Geld zu verdienen, das weiß er. Ich bin am Knopf. Damals hat er schon 16 Jahre Berufserfahrung und ist von seinem Geschäftsmodell überzeugt. Ja. Hier ist eigentlich für jeden was dabei. Wir haben eine riesen Auswahl an Frauen, 20, 30 pro Haus circa. Und der Unterschied halt zu den Privatwohnungen ist auch der, dass eben erstmal wie gesagt wegen der Auswahl und auch unsere Frauen gehen zum Arzt, sind beim Gesundheitsamt, das wird auch kontrolliert und damit immer topfit. Immer und er hat Pläne, wie er das Viertel umbauen will. Weg vom reinen Rotlicht, hin zur Amüsiermeile à la Hamburg-St. Pauli. Der Mann hat einen Sinn fürs Geschäft. Das ist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung für die Stadt. Und da wollen wir auch ein paar Mark. Da muss aber noch mal ein Elektriker ran, du. Nee. Was ist denn da passiert? Sieht aus wie bei mir hinterm Schreibtisch. Eieieiei, was aber ist das denn? Es muss auch so gut sein, wenn du sowas alles umbauen kannst und so und einfach gar keine behördlichen Gänge machen musst. Hinter diesem Affen. Ja. Wenn ich diesen außerordentlich clever platzierten Affen da wegnehme, dann explodiert ein Raum. Gespannt. Ja, gut, das ist eine Verlängerungssteckdose, ist jetzt nicht so wild. Kabel über Kabel. Aber da ist noch nicht so wild wie bei ihm da an der Decke. Komplette Lichttechnik, die da hinten ist, wird alles nur verdeckt von diesem geschickt platzierten Gorilla. Nicht zu verwechseln mit diesem geschickt platzierten Gorilla. Hanuten mischt inzwischen nicht in Hannovers Rotlicht mit. Barazzien in Norddeutschland werden er und 6 andere Hells Angels festgenommen. Vorwurf, Körperverletzungen, Ausbeutung der Prostituierten. Doch Hanebut wird letztlich wegen einer anderen Körperverletzung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Anders als seine Hamburger Rockerkollegen behält er sein Vermögen. What? Und baut das Steintorviertel weiter aus. Hannover heute. Hier gibt es schon lange keinen Krieg mehr. Der Wandel von der schmuddeligen Rotlichtmeile zum Amüsierviertel hat geklappt. Nach 10 Jahren herrschen hier die Hells Angels. Also alles in Ordnung? Wir treffen Andreas Kühn. Puh. Er und seine Kollegen ermitteln gegen die sogenannten Outlaw-Motorcycle-Gangs. Rockerbanden wie Hells Angels und Bandidos, die unsere Gesetze ablehnen. Wir, das Landeskriminalamt Niedersachsen, die anderen Landeskriminalämter bundesweit, das BK, aber auch Europol, sehen Züge zur organisierten Kriminalität. Diese Outlaw-Motorcycle-Gangs begehen Straftaten unter dem Aspekt Gewinn- und Machtstreben. Die Ermittler sagen uns, die clubeigene Struktur würde das begünstigen. Das ist ein sehr perfides System. Die eigenen Member sind in der Regel, gerade bei den Hells Angels hier in Hannover, auch in einem Beschäftigungsverhältnis. Das heißt, man arbeitet in einer schreibt gerade, Don Murmel übrigens, Oberlippe ohne Funktion. Achtet bei ihm mal drauf. Einer der Firmen, man ist als Wirtschafter in einem Bordell tätig, man arbeitet als Türsteher im Security-Bereich. Stark. Ein System von Abhängigkeiten. Viele Hells Angels arbeiten hier ihre Schulden ab. Der Rockerclub gibt schon mal einen Kredit für die teure Harley. Wir wollen die Läden der Hells Angels in Hannover drehen. Welche Geschäfte betreiben sie hier? Überall treffen wir auf ihre Symbole. Viel zu nervös bei diesen Läden, Alter. Denn Öffentlichkeit mögen die Hells Angels nicht. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Macht das da hinten, ist kein Thema. Stimmt eure anderen Straßen und scheißegal. Unsere Straßen hier wollen wir nicht haben. Wo wir unsere Läden haben. Wir bezahlen hier die Steuern, nicht ihr. Also filmt den Asphalt, da haben wir nichts gegen. Aber nicht unsere Läden. Wir bezahlen die Miete, nicht ihr, oder?
aber wir dürfen hier drehen. Egal, wer die Miete zahlt. Wenige Sekunden später, der nächste Sie ist aber mutig da in ihrer Sprecherkabine als Off-Stimme. Ja, wäre geil, wenn sie jetzt so, die können uns gar nichts, was wollen wir machen? Hör mal, die Linse nicht auf mich, sonst hau ich dir das Ding in den Graben. Ja, ich kann da genau reingucken. Sieh, gucke hier weiter rein, hau ich dir das Ding in den Graben. Alles klar? Diese Drohung ist massiv. Wir holen die Polizei. Die Gesetze erlauben uns, von öffentlichem Grund zu drehen. Die Hells Angels nicht. Offensichtlich betrachten sie das gesamte Viertel als ihren Privatbereich, in dem sie die Gesetze machen. Ich sehe das jetzt wirklich. Sieh das? Ja, das freut mich auch gerade. Dann habe ich nichts gesagt, ey. Nein, da kommen die. Nee, die kommen jetzt nicht damit. Die große Kamera haben wir ausgeschaltet. Mit einer kleinen Handkamera drehen wir unbemerkt weiter. Die Polizisten belehren den Hells Angel, dass wir hier filmen dürfen. Doch der zeigt sich von der Staatsgewalt komplett unbeeindruckt. Im Gegenteil, er wiederholt sogar in ihrer Gegenwart seine Drohungen, unsere Kamera zu zerstören, wenn wir sie einschalten. Und kündigt auch noch Hausbesuche bei uns an. Die beiden Polizisten sind offenbar hilflos. Das ist das Ding, ich wollte gerade sagen, Alter, die armen Beamten, die da jetzt hingeschickt wurden, die halt ganz genau wissen, die haben da keine Handhabe. Digga, die werden als nächstes dann platt gemacht, so, oh. Ja, null Toleranz, ja, Alter. Da musst du halt hören. Also an und für sich, wenn du hörst, Hells Angels und du fährst eine Null-Toleranz-Strategie, dann müssen da halt nicht zwei Fahrradpolizisten hinkommen, dann musst du halt einen Mannschaftswagen mit ein paar Schildkröten ankommen, voll vermummt und den Typen einfach mitnehmen. Krass, Mann. Ethereal Eisenherz, Dankeschön für 50 Subs, Alter. Vielen Dank. Ja, ein bisschen Namen lesen. Jeden, danke. Jeden anderen, weißt du, hätten sie dann schon zu Boden gerasselt. Ja, der, weißt du, den hätten sie schon längst irgendwie in den Arm. Der würde dann wahrscheinlich sowas brüllen wie, du Schwanz oder du Fanboy. Aber bei denen trauen sie sich das nicht, ne? Ja, Leute, ich weiß, dass Null Toleranz Schleswig-Holstein ist und das da ist Hannover. Ich weiß, aber würden sie, würden ja da jetzt auch nicht zwei Fahrradpolizisten stehen. Sie schaffen es nicht, geltendes Recht bei diesem Hells Angel durchzusetzen. Wir reden mit den Polizisten. Verraten, welche Geschäftsadressen der Hells Angels wir noch drehen wollen. Das ist ein Fehler. Fahrradkops, Alter, come on. Lass sie doch auf einem Liegefahrrad kommen, bitte. Ruft der Hells Angels Boss Frank Hanebut an und donnert los. Ein Polizist habe ihn darüber informiert, dass wir seine Firmen drehen wollen. Wenn wir dort auftauchen, würde er es richtig krachen lassen. Was? Unfassbar. Die Polizei hat ihm unsere Pläne verraten. Das ist ja krass. Wer schützt hier wen? Ja. Wir fordern eine Erklärung. Und wenn sie sagen nicht, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Aber unerwähnt wird dieser Vorfall auf keinen Fall bleiben. Denn auch dafür hat er für uns in der journalistischen Bewertung einfach eine zu große Tragweite. Das werden Sie verstehen. Zwei Wochen dauert es, bis die Beamten offenbar eine Sprachregelung gefunden haben und uns antworten, schriftlich. Die Polizei Hannover räumt ein, dass sie nicht ausschließen kann, dass Herr Hanebut die betreffende Information tatsächlich von einem Polizeibeamten bekommen ja. hat. Ja, das ist problematisch. Und versichert dann doch noch, dass die Polizei es nicht dulden wird, wenn Türsteher im Steintorviertel Kamerateams behindern. Ja, was heißt denn das? Come on, Alter. Was heißt denn das? Wird da wieder zwei Fahrradpolizisten kommen? Inoffiziell hören wir, die Weitergabe unserer Drehpläne durch den Polizisten sei eine Riesensauerei. Aber offenbar sind nicht nur Polizisten in Hannover überfordert. Ein Kollege vom WDR hat Ähnliches in Duisburg erlebt und dabei seine Kamera laufen lassen. Ich bin bedroht worden, ganz konkret bedroht worden, zu einem Zeitpunkt, als sich die Rocker vor dem Fat Mexican versammelt haben. Es waren mehrere Dutzend Leute vor Ort. Die Polizei war auch dort, um das Ganze zu beobachten. Ich habe mich dann bei einem leitenden Polizeibeamten auch angemeldet, habe gesagt, aus einer gewissen Distanz heraus werde ich das Ganze filmen. Dann habe ich mich direkt neben die Polizeibeamten gestellt. Was dann geschah, war wirklich mehr als ungewöhnlich. Zwei Rocker der Bandidos sind auf mich zugekommen im Beisein der Polizei und haben sich wirklich unmittelbar vor mir aufgebaut. Haben mich bedroht. Wir möchten, dass du gehst. Gehe. Sorry, aber Rock, der Schnitzer des Holzes. Mein Lieblingsname im Chat gerade.
Hast du verstanden? Hast du mich verstanden? Ich kann mich nicht bedrohen lassen. Ich bedrohe mich nicht. Mach doch die Kamera aus. Das geh mit deiner Kamera. Mach die aus. Geh. Ihr schreibt nur Scheiße, ihr schreibt nur Lügen, macht das Ding aus, sonst tretest du dir aus den Füßen. Nein. Was die Polizei dann gemacht hat, hat mich eigentlich sehr erschreckt. Statt einen Schritt auf mich zuzugehen, sozusagen einen Riegel zwischen mir und den beiden Männern, die mich bedroht haben, zu bilden, sind sie um ihr eigenes Polizeiauto gegangen und sind im Inneren des Wagens verschwunden. Und ich stand alleine da. Überleg dir das mal bitte. Das kann doch nicht wahr sein. So was muss doch Konsequenzen haben. Das kannst du doch nicht zulassen. Wahnsinn. Hat er gerade Lügenpresse gesagt? Ja, die ersten Stunde. Ja. Mich bitte in den Polizeiwagen rein. Die lassen dich nicht in den Polizeiwagen. Dann stellen wir uns vor den Wagen. Ist mir egal. Bis heute hat die Polizei Duisburg ihr Verhalten ihm gegenüber nicht erklärt oder entschuldigt. Natürlich nicht. Wir fragen uns, hat die Polizei womöglich Angst vor den Rockern? Ja. Immersives Auftreten in Kutten, martialisch, wie hier bei einem aktuellen Gerichtsverfahren in Duisburg. Bandidos und Hells Angels haben hochrangige Abordnungen geschickt. Denn hinter einem Mord, scheinbar aus Eifersucht, steckt vermutlich sehr viel mehr. Es geht um die Macht im Ruhrgebiet. Im Krieg der verfeindeten Rockerbanden soll ein Hells Angel einen Bandido erschossen haben. Wir sind beim Prozess, wollen mit Anführern von Bandidos und Hells Angels Interviews führen. Die Bandidos wollen auch jetzt nicht mit uns reden. Sie lehnen Interviews mit Journalisten zurzeit ab. Die Hells Angels haben ihren Pressesprecher in Duisburg dabei. Nach monatelangen Anfragen bekommen wir schließlich Interviewzusagen. Ein paar Tage später sind wir mit Frank Hanebut in Hannover verabredet. Er erzählt uns seine Version des Duisburger Mordprozesses. Aktuell in Duisburg, da wurde unser Mann angegriffen, das ist eine Notwehrgeschichte. Was soll der machen? War der nicht auch mal ganz groß bei Stern TV? War da nicht auch irgendwas gewesen? Ja, irgendwie so. War da auch eine krasse Nummer gewesen. Was soll der machen? Naja, da war irgendwie ganz, ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwie gesehen habe mit ihm, glaube ich. Du weißt, was ihn erwartet, wenn er sich da nicht gerade macht oder wenn er da nicht wegkommt. Und deswegen, manchmal ist man halt gezwungen, da Maßnahmen zu treffen, die man sonst unter diesem Druck nicht machen würde. Aber kein Mensch kann sich lässig gefallen oder von uns mit Sicherheit lässt sich keiner verprügeln irgendwo auf Lau. Und deswegen muss man da manchmal eben auch durchziehen. Rechtsphilosophie der Hells Angels. Anfang der 70er Jahre wird in Hamburg das erste deutsche Charter gegründet. 10 Jahre später verbietet Hamburg die Hells Angels und ihre Abzeichen. Nach 2 Toten, Schutzgelderpressungen, schwersten Körperverletzungen. Heißen die Dinger nicht Chapter? Einer, der damals Mitglied im Hamburger Charter war, ist Rudolf Triller, der heutige Pressesprecher der Hells Angels Deutschland. Auch ein Mann mit Knasterfahrung. Das ist nicht der Frontmann von Guns N' Roses? Teil des Menschen. Man braucht sie nur weltweit umgucken, was da abgeht. Man braucht in die Geschichte gucken und dann ist das keine Frage. Brille! Entscheidend ist, wie man damit umgeht. Und wenn man lernt, damit umzugehen, auch die Gewalt zu sehen in sämtlichen Spielarten, die es gibt. Es gibt ja auch subtile Gewalt, die genauso verheerend wirken kann wie offene körperliche. Dann ist das die Verpflichtung eines jeden Menschen, damit umgehen zu können. Und wir haben gelernt, damit umzugehen. Ein interessantes Gewalt. Okay. Jemand schreibt gerade, Hanebut hat den gleichen Anwalt wie Gerhard Schröder. Sollte das stimmen, lassen wir uns das kurz auf der Zunge zergehen. Bekenntnis. Bedrohungen, Schlägereien, Messerattacken, Mordversuche. Allein in Norddeutschland hat die Polizei 8 Taten in einem Dreivierteljahr registriert. Und das sind nur die Fälle, von denen die Ermittler etwas mitbekommen haben. Wahrscheinlich ist die Zahl viel höher. Rocker rufen nicht die Polizei. Streit wird untereinander geklärt. Wenn du erlebst, was da abgeht, wie Gewalt ausgeübt wird, dann ist das sehr bedrohlich. Das ist ein richtiger Krieg zwischen Kuttenträgern, wo die Polizei nichts zu sagen hat. Wenn du dann registrierst, wie in den Medien dieselben brutalen Leute komplett verharmlost werden, dann ist das schon sehr krass. Wie die illustrierte Stern. Sie widmete den Hells Angels gleich 13 glänzende Seiten. Die wilden Brüder dürfen 2007 posieren, so wie sie sich selbst am liebsten sehen. Als echte, freiheitsliebende Kerle in einer fest zusammengeschweißten Männergesellschaft. Machos mit weichem Kern und Hang zur Familie. Wie aus einem Reklameprospekt.
und einzigartig lässt Stern.de Triller philosophieren. Verhältst du dich wie ein Mann, behandle ich dich wie ein Mann, verhältst du dich wie ein Arschloch, behandle ich dich wie ein Arschloch. Unterschnitten mit romantisierenden Bildern, musikalisch fröhlich untermalt. Die Legende von Was Freiheit und Ehre. Erstmal richtig schön Lobbyarbeit gemacht. Die Hells Angels gar zum Ordnungshüter, erhebt den Rockerchef zum Machtfaktor, Macho-Pose inklusive. Und Sat.1 setzt noch einen drauf. Hells Angel Dennis wird zum coolen Serienstar in einer Tätowierer-Soap. Erst nach einem Zuschauerhinweis und 4 ausgestrahlten Folgen stellt der Sender die Kooperation mit ihm ein. Der Ex-Hooligan sitzt derzeit in U-Haft. Wenn man sich so etabliert, wie man sich hier etabliert hat, dann geht das nicht, ohne dass man Hilfe von außen bekommt. Es gibt Unterstützer. Und man kann auch sagen, dass eine Beeinflussung von Medien, von Verwaltung, von Politik nicht ausgeschlossen ist. Ein einflussreicher Mann in Hannover, Götz von Fromberg, Anwalt und Notar von Hanebut. Er war mal Präsident von Hannover 96. Man nennt ihn den Geheimrat von Hannover. Gerne lässt er sich auch von Journalisten zu seinen Netzwerken befragen. Und es hat sich auch bewahrheitet, dass es aus allen Richtungen und aus allen Berufsfacetten, kann man sagen, sind da die Menschen da. Du hast ja schon ein paar genannt. Und das hat sich über Jahre eigentlich verfestigt und wir halten alle ganz gut zusammen. Und so ist es eben gekommen, dass wir auch Prominente dabei haben. Es sind ja nicht nur Prominente, aber auch Prominente dabei, die du eben genannt hast, aber auch viele ganz alte Freunde von mir. Götz von Fromberg legt Wert auf seine Kontakte und knüpft ständig neue. Wie hier bei einer Veranstaltung des ADAC. Seltsamer Typ aber auch irgendwie, oder? Hat so ein bisschen einer, der mich an hier an Weinstein. Ich krieg so ähnliche Vibes. Okay. Seine Kanzlei hat Hanebuts Anwalt in Hannover in Bürogemeinschaft mit einem anderen Großen von der Leine, Bundeskanzler AD Gerhard Schröder. Ein angesehener Gast in von Frombergs heimeligem Wohnzimmer der Macht, wie die Bunte eindrucksvoll textet. Ein anderer passt wohl nicht so ganz in diese einzigartige Fotogesellschaft. Ja, von Fromberg ist seit 25 Jahren mein Rechtsanwalt, hat mich immer gut beraten, hat mich auch in vielen Sachen ausgebremst. Dieser Mensch macht das nicht, so und so ist falsch. Mittlerweile ist da eine Freundschaft entstanden. Ich kann ihm also blind vertrauen und bin immer noch froh, wenn ich ihn also um Rat fragen kann, juristisch oder auch freundschaftlich. Und das war mir schon sehr, sehr wichtig. So, ist das jetzt als Anwalt für dich mega? Oder ist das richtig krass gefährlich, weil du jederzeit halt auch weg müsstest? Ich hab zu viel Better Call Saul gesehen. Sowas kann nie gut enden. Meinst du? Andererseits hat der wahrscheinlich auch echt einen Giftschrank, wo so viel Shit drin ist, dass das so ein gegenseitiges Pimmel mich nicht an, sonst lasse ich dich komplett hochgehen und lass mich nicht hochgehen, sonst bringe ich dich und deine Familie um. Mhm. Ja, ich glaube, die haben das Verhältnis, ich hätte viel mehr Sorge, dass die Bandidos ankommen und den umbringen, weißt du? Also das, ich glaube, intern ist das alles vollkommen okay. Sich der Rockerboss nur wichtig machen mit seinem Freund und Ratgeber? Wir fragen nach beim Staranwalt. Er ist seit Jahren mein Freund. Viele fragen, wie ist das möglich? Wir haben eine Basis, er hat mich nie enttäuscht. Er hat sich immer korrekt verhalten. Und er ihn bei Strafprozessen korrekt verteidigt. Sein Engagement für Hanebut geht aber noch sehr viel weiter. Vor 11 Jahren schrieb Fromberg diesen einzigartigen Brief. Adressat Hannovers damaliger Oberbürgermeister Schmalstieg. Erkennbar fordert er darin mehr Respekt für Hanebut und seine deutschen Berufskollegen. Ohne Unterstützung für die Kuttenträger würde das Gemeinwohl leiden. Die Frauen und ihre Ehemänner fallen der Sozialhilfe zur Last. Die Wirtschafter erhalten Arbeitslosengeld und fallen somit dem Staat ebenfalls zur Last. Von Fromberg gibt sich im Brief nicht nur als Anwalt und Freund von Hanebut. Ich möchte als verantwortungsvoller Bürger und nicht zuletzt auch als Kenner der Szene mir nicht vorhalten lassen, mich nicht warnend zu Wort gemeldet zu haben.
Lol. Hat sich Hannover auf Frombergs Ratschläge eingelassen und Hanebu zum Durchmarsch im Rotlichtmilieu verholfen? Wir fragen Herbert Schmalstieg. Also erfreulicherweise gab es solche Briefe nicht sehr häufig. Denn wenn das sehr häufig der Fall gewesen wäre, dann wäre etwas faul in der Stadt Hannover gewesen. Und da. Er sieht aus wie der Maulwurfs-Opi von den Simpsons. Ja, absolut wahr, absolut wahr. Crazy. Wir doch eine sehr hohe Reputation haben als Stadt und auch diejenigen, die die Verantwortung für die Stadt getragen haben und auch tragen, war das für uns kein Thema. Heute herrschen Ruhe und die Hells Angels im Steintorviertel. Anwalt von Fromberg kann sich an seine Zeilen nicht erinnern. Das Ergebnis aber stimmt für ihn. Das ist gelungen und das ist auch kein Geheimnis. Dazu stehe ich auch mit Hilfe von Herrn Hanebutt, der Ideen hatte, der Ideen entwickelt hat und der auch dafür gesorgt hat, dass wir heute einen Bereich haben, der deutlich ruhiger geworden ist als früher. Der ehrenwerte Advokat hat selbst im Steintorviertel investiert, gleich neben Hanebuts Sansibar. Er kaufte das Haus und verpachtet es an Angehörige eines neapolitanischen Clans. Dieser Clan führt auch die Geschäfte in Hanebuts Sansibar. Ich kann nicht mehr, im Jahr 2008 mit rund 300.000 Euro Gewinn. Familiengeschäfte? Diese freundschaftlichen Verhältnisse werden in der Regel dann auch helfende Hände nach sich ziehen. Solange da strafrechtlich nichts Relevantes gegeben ist, ist das auch alles okay. Und von daher nehmen wir es zur Kenntnis, bewerten es laufend und... Sag mir, dass du nichts machst, ohne mir zu sagen, dass du nichts machst. Ja, wir beobachten das und bewerten das dauernd. Ja. Ist halt schwierig, aber du bist halt ein Rechtsstaat. Ja. Und solange du nichts findest, wo du eindeutig die Leute dingfest machen kannst und sagen kannst, das verstößt gegen geltendes Recht, die sind ja nicht blöde, weißt du? Ja. In ihren Geschäften und so. Guck mal an, die bezahlen hunderttausende Euro wahrscheinlich für ihre komplette Struktur, für Anwälte, Steuerberater mit Sicherheit auch, weil wenn du nicht willst, was irgendwann mal was passiert, dann dass dich die Steuer fickt als so ein Verein, weil davor hast du, glaube ich, mehr Angst, als dass irgendwer aus deinem Clan wegen Mord hochgenommen wird. Ja, aber das ist halt dann auch immer so, es kommt ja auch immer auf die Politiker an, ne? Das war ja, die haben sich ja, die Hells Angels hatten sich ja zuerst in Hamburg breit gemacht, also das erste in Deutschland, und ich fand das so spannend, nämlich 1983, also 1970 kamen die Hells Angels nach Hamburg und haben da die erste Bordellszene sozusagen aufgezogen, und 1983 hat der damalige Innensenator von der SPD gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr, und hat 500 Polizeibeamte losgeschickt, hat die stürmen lassen, hat die alle verhaftet und die verboten lassen. Also das kannst du auch durchziehen. Ne? Ja, klar. Lebt der noch? Du brauchst trotzdem ja sowas wie wahrscheinlich einen Verfassungsschutzbrief oder Grund oder sonst was. Also du, willkürlich geht's ja nicht. Ja, also und den wurde... Mehreren Mitgliedern wurde einfach die Tötung eines Disco-Betreibers vorgeworfen. Ich habe hier gerade noch den Artikel offen. Das war aber auch auf Sylt. Ganz wilde Geschichte. Wild. Aber die Hannoveraner haben dann den Hamburger Kiez mit übernommen auch. Digga, besser als denn jeder so. Fängt wieder an, sich irgendwo einzulesen und endet dann schon wieder bei... Was war das heute im Podcast? Die Sinti-Allianz? Die ja. Sinti-Allianz, ja. Ja, das ist gut. Bloß kein Wort zu viel. Klingt für mich immer noch nach einem Warcraft-Clan. Sonst Beschwerdeschreiben des Rechtsanwalts vom Rockerchef. Der übrigens sieht sich heute als Unternehmer, der Deutschland nach vorn bringt. Der ist so groß, Alter. Ja. Ist das eine Bombe oder nicht? Was ist ein Mützchen hier? Memberhut? Hanebut bei der Weihnachtsparty der Hells Angels. Der Chef macht selbst die Unternehmenswerbung. Wenn ich mich aber recht entsinne, müssen die auch an den Hauptclan in den USA abtreten. Ja. Also ich glaube schon.
bin mir aber nicht mehr sicher. Hosen-Shooters. Ich würde das Geld bezahlen, könnten so einen vernünftigen Grafiker einstellen. Sweatshirts, Trainingsanzüge, alles, was man so braucht. 81 für alle. Sweatshirts, Pullis, T-Shirts, auch für Kinder. Jedem Kunden muss klar sein, mit dem Kauf dieser Produkte finanziert er die Hells Angels. Leider, sonst hätte ich jetzt direkt Bock auf Hells Angels Babyklamotten gehabt. Not gonna lie. Also was ich halt sagen muss, lol. Alle rasten aus, Olli wird Vater confirmed. Nee, Spaß. Ist nicht der Fall. Aber ich denke mir halt auch immer, sagen wir mal, du kaufst dir da so ein T-Shirt. Ja. Als Normalo. Ja. So als Merch. Ja. Und dann läufst du mit so einem T-Shirt irgendwie durch die Stadt. Der erste Hells Angel, der dich damit sieht, haut dir doch auf die Fresse. Denke ich mir so. Ich glaube, die haben, der Merch ist ein bisschen anders als deren Originalzeug. Ja. Denk auch. Steckt da echt nie drin. Das ist ja okay. Oder sonst halt doch allein der Konsument, gegrüßt. Ob er diese Marke in Anspruch nimmt. Also Supporters-Shirts sind schon gang und gäbe. Okay, sagen, alles klar. Weil das eine Marke ist, die ja, die sind ja auch nicht Mitglieder. Die 81, sind ja nicht mal 8 ja, heißt ja, A, ich weiß, also, 1 heißt A. Mich falsch verstehen. Merch ungleich Kutte. Dass man so eine Kutte niemals einfach anziehen kann, ist mir absolut klar, dass man dafür richtig ne, Stress kriegt. Ich dachte bloß tatsächlich, dass das so... Jetzt mal blöd gesagt, wenn da so als Berliner Hipster ankommst und so ein Ding anhast, kann ich mir halt nicht vorstellen, dass du freundlich gegrüßt wirst, sondern dass sie dir das Ding halt auch ausziehen, weil du nicht in ihr Bild passt oder so. Keine Ahnung. Oder ob sie da dann professionell genug sind und sagen, wer ein Shirt gekauft hat, wird in Ruhe gelassen. Ich glaube eher, dass es, also wie der Chat schon richtig sagt, eher die Bandidos, die dich dann hauen. Ja, das könnte eher sein. Aber um nur... Guter Einwand. Damit wir es einmal vernünftig abgeholt haben hier. Also wenn du sowas kaufst und so weiter, dann bist du Supporter, Unterstützer eines Charters, kein Mitglied. Nächste Stufe darüber ist übrigens ein Hangaround. Damit bist du... wenn du ein bisschen mit ihnen rumhängen darfst. Genau, dann bist du Anwärter ja auf Prospect. Und Prospect ist Anwärter auf Member und Member ist dann Mitglied. Und alle darüber sind dann schon höherrangig. Imperialer Drachenlord und so. Ja, nee, sowas gibt's nicht. Es gibt den Road Captain, den Schatzmeister, den Sergeant, der ist zuständig für die Disziplin im Club. Ja, natürlich. Die Verwaltung und dann den stellvertretenden Präsidenten und den Präsidenten. Stiffmaster schreibt gerade, Hangaround war ich mal. Okay. Krass. Das ist Paul schon entscheidet ein doch allein der Konsument, ob er diese Marke in Anspruch nimmt, also Bier trinkt, Zigaretten raucht oder nicht. Da kann man doch nicht sagen, weil das eine Marke ist, die den Hells Angels nahesteht. 81, 8 heißt H, 1 heißt A, Hells Angels Marke. Dass man die nicht trinken darf, das Bier nicht trinken darf oder dass man die Zigarette nicht rauchen darf. Das entscheidet für mich der Konsument. Da muss man die Kirche im Dorf lassen, denn auch damit schafft man Arbeitsplätze und sorgt für Gewerbesteuern. Und das sollte man nicht vergessen. Hanebut investiert auch in der Musikbranche, sponsert den Hannoveraner Rapper Memo. Und der wird mit ihm dafür... Hatte der nicht einen Dönerladen? Wer? Memo? Dieses bemerkenswerte Lied zwischen Kunst und Kitsch. Memo ist ein Unterstützer der Hells Angels. Weißt du von meinem Leben, was ich sehe, ist keine Sonne, nur Regen, nichts Besonderes gegen das, was ich mein Leben nenne. Schreib wie ein Angel. Alter. Wie weit reicht das Netzwerk der Hells Angels? Wir fahren ins Wendland, nach Salzwedel. Vor kurzer Zeit sollen sich hier weitere Unterstützer der Hells Angels etabliert haben. Wir hörten, sie kommen aus der rechten Szene. Im Industriegebiet finden wir das Clubhaus der Red Devils. Auch ein Rockerclub, der den Hells Angels verpflichtet ist. Krass. Eine aber der 13 Namen Neugründungen. Sind, die Namen sind halt auch alle so ein bisschen von so hängengebliebenen Counter-Strike-Clans. So richtig cool. Das sind alles so Counter-Strike-Clans. Nee, das ist noch älter als Counter-Strike-Clans. Das ist die Generation vor Counter-Strike-Clans. Salzwedel ist auch ein guter Ort dafür. Ja. Und kaum übrigens, weil jetzt schon mehrere Leute gefragt haben, vielleicht fragt ihr euch das auch, die hier gerade das Video guckt. Nein, Frauen können keine Mitglieder bei den Hells Angels werden. Es ist ein reiner Männerclub. Ja, Frauen können keine Hells Angels werden. Die Hells Angels sind ein bloßer Männerclub. Frauen trifft man lediglich als Begleiterin ihrer
Das finde ich, die ewig gestrigen, ey. Die organisieren sich ja auch woanders. Vernünftig expandieren. Die organisieren sich in den Hells Angelas. Es bedeutet nicht, dass die nicht dabei sein können, ne? Aber die sind halt, können keine Mitglieder werden. Excuse me? Wir haben 2022? Die ist echt witzig. Excuse me, wir haben 2022. Ich finde die so gut. Hast du den Typen gesehen, der das bei seinem Tesla als Hupe eingebaut hat? Ja. Ja, mega. Das ist richtig geil, oder? Excuse me, wir haben 2022. Unsere Kamera haben die Gesellschaft. Ah, herrlich. Der Mann heißt Ludwig, sagt er, und ist Mitglied bei den Devils. Mit der Kamera dürfen wir nicht ins Clubhaus, aber umsehen dürfen wir uns. Auf unsere Fragen nach der politischen Gesinnung der Mitglieder antwortet er nicht. Warum? Ich glaube, unterwandern die rechten Hanebuts Hilfstruppen? Sind Neonazis bei seinen Unterstützern, ja, zum Beispiel in Salzwedel? Auch die waren früher in der rechten Szene. Zwei Mann von denen haben sich auch völlig losgesagt. Ich habe mit denen nochmal extra Gespräch geführt. Seid doch wirklich davon weg oder sucht ihr auch nur irgendwo eine Truppe, wo ihr euch dann vielleicht ein bisschen vergrößern könnt? Nein, hundertprozentig nicht. Markus Warnecke ist für Hanebut ein wichtiger Mann. Den französischen Polizisten Nivelle hat er bei der Fußball-WM 98 zum Krüppel gemacht, wurde als Hooligan und Schläger verurteilt. Heute betreut er die Website der Hells Angels und führt für Hanebut ein Bordell. Bei Maxe, das liegt 15 Jahre zurück. Und er musste sich damals lossagen von der rechten Szene. Das hat er auch getan. Wir haben ihn auch überprüft, haben ihm dann Einladungen geschickt zu irgendwelchen rechten Konzerten, die er so über Dritte, die er nie angenommen hat, hat sich völlig davon losgesagt und hat da seine zweite Chance bekommen und hat die über uns auch genutzt. Und so, das ist alles Tests, Geschichte von damals. Ja, ja, ja. Geschichte von die damals? Perfide. Für das Opfer nicht. Wie recht sind die Rockerclubs, wollen wir wissen, und fahren hierher nach Neumünster. In diesem Wohnviertel haben die Bandidos seit Mai letzten Jahres ihre Rockerburg. Eine Villa als Vereinshaus. Früher ein Bordell, heute Club für 12 Mitglieder. Von außen gesichert wie vor Nox. Elektronisch gesicherter Zugang. Kameras. Fort Knox ist hoffentlich ein bisschen besser gesichert. Einer hat hier bei den Bandidos Karriere gemacht. Peter Borchert, Ex-NPD-Chef in Schleswig-Holstein. Oh! Er wird Bandido und steigt blitzschnell mein auf. Mein VZ, Alter. Vizepräsident sei er, teilt er selbst im Internet mit. Es gibt keine Überrepräsentanz von Rechten im Bereich der Outlaw Motorcycle Gangs. Es gibt bekannte Personen aus dem rechten Spektrum, die halt als Member tätig sind. Er ist wirklich der emotionalste Bro, den wir je in der Doku gesehen haben. Du, ich glaube, der ist einfach unfassbar konzentriert, nichts Falsches zu sagen, weil er sonst wahrscheinlich gleich Ärger hat. Möglich, möglich. Ja, da wirst du recht haben. Gleichwohl dürfte, wenn man einen reinen mengenmäßigen Abgleich macht, die Anzahl derer, die in einem Fußballstadion eher rechts tendieren oder in einem Schützenverein nicht höher sein als in einem Outlaw Motorcycle Club. Dann sind die aber ganz schön hoch. Unter Rockern tummeln sich einzelne Rechtsextreme. Es gibt Schnittmengen. Sie lieben dieselben Macho-Gesten, geben sich gerne als kernige Kerle, nutzen ähnliche Symbole, schotten sich nach außen ab, verachten demokratische Systeme. Rolling Stones, alles klar. Wir sind in Flensburg. In der Grenzstadt zu Dänemark haben sich die Hells Angels auch breit gemacht. Sie top, ne? In der Kneipenszene an der Förde, an der Küste, hier ist die Flensburger Nennung. Ich hab's nicht richtig hingehört. Sie und top? In den wenigen Häusern, in denen sich Bordelle befinden. Sobald die Hells Angels Leder in der Stadt waren, verschwanden andere Motorradclubs. Auf eine schnelle, konzertierte Übernahme. Der heutige Bürgermeister war damals Polizeichef. Er erinnert sich. Es hat vor einigen Jahren mal einen großen Motorradkorso in diese Stadt hineingegeben, wo auch öffentlich bemerkt wurde, dass sich im Bereich der Motorradclubs etwas tut. Hier gab es zu der Zeit viele Motorradclubs in Flensburg und Umgebung. Die gibt es alle nicht mehr. Ich denke, das ist so, wie es dann
beschrieben wird, das alleinige Merkmal der Hells Angels ist, die sich hier MC nennen dürfen und darauf auch bestehen. Sie haben sie geschluckt oder aufgelöst. Auch das Clubhaus, das Wohnzimmer vom damaligen Flensburger Motorradclub Odins Recken, einfach übernommen. Odins Recken. Was maßen sich die Hells Angels an? Warum dieser Alleinanspruch? Würde man zulassen, dass irgendwelche Blender, die nicht wissen, wie das Ganze zu laufen hat, in die Szene einsickern, gefährden sie die. Gar keine Frage, hat man in der Vergangenheit gesehen. Und deswegen passt man auf, dass da also wirklich nur Leute reinkommen, die dazugehören, die dazu passen. Und ansonsten können die machen, was sie wollen. Also wir haben da nichts dagegen. Stellen wir aber fest, dass die also nur Wochenendkomiker sind, dann wollen wir das nicht. Das ist ganz klar. Mit Wochenendkomiker meint der Hells Angel Männer wie ihn, Uwe Stiller. Seit 15 Jahren Motorradpastor in Schleswig-Holstein. Was? Kennst du nicht? So Motorradgottesdienste? Wir nee? Eine sehr bunte Szene waren und das einfach im Vorfeld. Hast du noch nie gehört von? Auch so, okay. Wie gesagt, bestimmte Persönlichkeiten. Digga, in meiner Welt hat der eine Schrotflinte hinter der Kutte versteckt und fährt nachts durch die Straßen und ballert Zombies weg, Alter. Was ja. Ist denn los, ey? Ah. Ist ja krass. No. Zeiten. Aus Clubs auch ja, gewisse Druckpotenziale aufgebaut haben, die dazu schon führten, dass wir zum Beispiel den Namenszug Flensburg aus unserem Color herausnehmen mussten. Und das haben wir gemacht, aber haben damit quasi nicht verbunden, dass wir uns generell auflösen. Harmlose Freizeitclubs werden von Hells Angels oder Bandidos unterdrückt. Nach dem Motto, es kann nur einen geben, haben die meisten organisierten Motorradfahrer auf ihre Clubhäuser und ihre Abzeichen verzichtet. Zu viel Stress mit den Hells Angels oder Bandidos, je nachdem, wer in der entsprechenden Region die Macht hat. Viele haben aufgegeben. Wir wollen eigentlich einfach nur in Ruhe Motorrad fahren, unsere eigenen Clubzeichen und Kutten so tragen, wie wir es wollen. Und wenn sich dann andere Clubs in unserer Nachbarschaft niederlassen, ist das doch umso besser. Dann können wir uns besuchen und Party machen. Wer aber Gebietsschutz ausruft und durchsetzt, der bezweckt damit doch etwas. Die Erklärung liegt im Menschen selber, der eben seine Macht ausreizt, fördern, stärken will, wie auch immer. Ja. Ob ich das gut finde oder nicht, das, ich werde ja nicht gefragt. Wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, habt euch lieb. Und aber mehret euch. Das gebe ich nicht. Ja, ja. Ihr einjähriges Bestehen können die Bandido-Rocker in Neumünster nicht mehr feiern. Alter, ich will die 11 Monate mit den nach Felgen. Ihrer Gründung werden sie in diesem Frühjahr verboten. Und ihre Symbole auch. Leute, kommen vorbei. Wir nehmen alles. Ein zweites Verbot gilt den Hells Angels in Flensburg. Die Polizei beschlagnahmt bei beiden Rockerclubs Geschäftsunterlagen, ihre Kutten und 28 Bankkonten. Ist aber ganz schön ausgeblichen, das Ding. Die liebe Sonne, die liebe Sonne. Vor 27 Jahren. Digga, aber die Polizeiuniform damals war auch schon slick, ne? Also. Ein bisschen eng auch untenrum, finde ja, ich. Schon. Die Hansestadt, in der sich das erste deutsche Charter der Hells Angels gründete, sprach ein Verbot aus. Es besteht noch heute. Der jetzige Pressesprecher der Hells Angels stimmt, hatte damals eine mehr. Leitende Funktion bei ihnen. Er war seit ihr Schatzmeister. Seit 2012, glaube ich, nicht mehr. Also selbst wenn sie, wenn die sogenannten Experten erzählen wollen, dass wird jetzt die Strukturen zerschlagen und das zieht den finanziellen Boden weg und die Kriminalität wird eingedämmt. Alles Bullshit und das wissen die ganz genau. Es geht nur um Abschöpfung von Vermögen. Ich habe das damals mitgekriegt, die sind bei mir zu Hause mit 7,5 Tonnen vorgefahren, als sie weg waren, hat meine Frau Hallo gesagt und da hatte ich dreifaches Echo. Es wurde einfach behauptet, es gehört alles dem Verein. Es ist staatlich sanktionierter Raub. Andere Erinnerungen hat Thomas Hirschspiegel. Er hat als Polizeireporter in Hamburg die Gewalt erlebt. Sie haben in Hamburg ja schon 1973 einen Mord begangen, einen Kirchenhelfer der Apostelkirche in Eimsbüttel erstochen nach einem Streit um Nichtigkeiten.
Dann haben sie 80 auf Sylt, auch weil sie in eine Kneipe nicht reingekommen sind, einen Disco-Menschen auch getötet. Ein Disco-Mensch? Das Disco-Mensch. Schon, dass sie, als sie hier 82, 83 anfingen, quasi Schutzgeld zu kassieren, genügend Eindruck zu machen. Wer nicht zahlte, der bekam die Toiletten zertrümmert, die Gäste wurden belästigt oder es wurde auch gern mal auf den Tresen erbrochen, was natürlich dazu führte, dass die Gäste nicht mehr kamen. Gewalt war und ist ihre Haltung. Die Friedensshow Moment, vergangene Woche. Wie stelle ich mir das gerade vor? Also der kommt da reingelaufen, geht an die Bar, steckt den Finger in den Rachen, bis er nicht mehr kann und kotzt auf den Tresen? Ja, ja. Das ist, das musst du machen, wenn du zwischen Hangaround und Prospect bist. Da bist du Bürger. Wild. Bürger, ein Level vor Anwärter. So ist es. Eine große Inszenierung. Erstmal begrüße ich alle, die hergekommen sind, ganz herzlich. In meiner Kanzlei hier in Hannover. Alter, ey. Darsteller 1, Peter Maschul, Europa-Vizepräsident der Bandidos. Darsteller 2, Frank Hanebut, der einflussreichste Hells Angel Deutschlands. Beide Parteien haben vereinbart, dass Hells Angels nicht in den Städten der Bandidos gehen und umgekehrt. Zweitens. Beide Clubs nehmen jeweils keine Member oder Ex-Member vom jeweils anderen auf. Punkt 3 ist, beide Parteien vereinbaren, dass innerhalb eines Jahres ab heute keine Neugründung von Chartern beider Clubs erfolgt. Punkt 4 ist, nach Ablauf dieses Jahres werden Neugründungen nur nach Absprache beider Clubs durchgeführt. Was hier holprig vorgetragen wurde, ist ungeheuerlich. Die Rocker haben Deutschland unter sich aufgeteilt. Besitzstand wird gewahrt. Expansionen gibt es nur im Gegenteil. Quasi genau wie damals, England, Portugal, ich weiß gar nicht, wer es war, die Welt einfach sich aufgeteilt haben, ne? Auch gesagt haben, wir machen einen Strich. Das gehört uns, das gehört euch. Da segeln wir jetzt hin und das sagen wir den Leuten. Bisschen kleinere Dimension, aber ja. Ich würde auch eher den Vergleich Spanien mit den Aldi-Brüdern. Ja, die Aldi-Brüder. Ja, smart. So. Guter Vergleich. Ja. Wild. Gegenseitigen Einvernehmen. Der Friedenspate Notar Götz von Fromberg. Kaum ist der sogenannte Friedensvertrag unterzeichnet, kommt vom Bandido-Vizeboss die erste Prophezeiung. Es wird bestimmt mal irgendwann mal irgendwo rappeln. Und derjenige, der angefangen hat, der muss dann denjenigen dann entsorgen. Das heißt, ihr habt Angst um eure Geschäfte. Wir haben keine Geschäfte. Was bedeutet der sogenannte Frieden? Wir fahren nach Dänemark. Vor 14 Jahren wurde auch hier Frieden geschlossen. Nach einem jahrelangen Rockerkrieg mit zig Toten und noch mehr Verletzten. In Dänemark bekämpften sich Hells Angels und Bandidos mit Sprengstoff und schweren Waffen. In aller Öffentlichkeit. Sprengstoff? Mit Panzerfäusten beschossen sie sich gegenseitig. Panzerfäuste? Sag mal, seid ihr völlig mit Schugge? Woher die Kriegswaffen stammten, sagten sie nicht. Ja, warum gehen wir mit Panzerfäusten schießen? Sie schlossen öffentlich Frieden. Besiegelten den Pakt mit einer demonstrativen, medienwirksamen gemeinsamen Ausfahrt. Hells Angels und Bandidos von nun an neben und nicht mehr gegeneinander? Das wollen wir wissen und treffen Kim Cleaver von der dänischen Nationalpolizei. Er ist in Dänemark der Experte für Rockergangs. Na gut, seitdem die Outlaw-Motorgangs ihren Frieden geschlossen haben in den späten 90er Jahren, haben sie Dänemark unter sich aufgeteilt und wir sehen, dass da keine Freundschaft ist, sondern nur Akzeptanz. Ein Problem gelöst. Doch seit zwei Jahren gibt es ein anderes. Aus Angst vor Machtverlust sammeln die Hells Angels neue Truppen. Innerhalb von 3 Monaten hatten die es tatsächlich geschafft, 100 Personen zu rekrutieren. Viele von denen haben eine kriminelle Vita. Bevor sie also von den Hells Angels rekrutiert wurden, um die neue Organisation AK-81 zu gründen, das heißt so viel wie allzeit bereit, wussten die Rocker, die Typen haben kriminelle Energie. Wir beobachten, dass diese Fußsoldaten benötigt werden, um den Drogenmarkt, die Prostitution und Schutzgelderpressung erfolgreich umzusetzen. Die sind sehr, sehr wichtig für die Hells Angels und kämpfen als Fußvolk.
Haben die sich im Kampf bewährt, dann versprechen die Rocker Aufstiegsmöglichkeiten in ihrer Organisation. Then they can be promoted and to get a real status inside this, these groups. Haben die sowas wie eine so IG Metall für gehaltene Verhandlungen und sowas? Eine Gewerkschaft? Ja. Ist das so eine Rockergewerkschaft? Haben sie bestimmt. Im letzten Jahr wurde ein Verbot der Rockergruppen im dänischen Parlament diskutiert und fand keine Mehrheit. Keine. Nun. Ist das eine Siegeszigarre, die sich von Fromberg nach Schluss des Spektakels anzündet? Er soll der Architekt des eigentümlichen Vertrages sein. Als Berater von Hanebut wird er ihn dazu gedrängt haben. Denn Clubverbote und Gewalt beeinträchtigen die Macht und stören die Geschäfte. Und davon versteht der umtriebige Berater etwas. Bleibt die Frage, ob die Politik die Signale vom vermeintlichen Friedensschluss der Rocker verstanden hat. Ich finde es immer schön, wenn Leute, die sich gestritten haben, wieder vertragen. Deswegen finde ich das eine tolle Sache. Aber mal ganz im Ernst, interessiert mich das ziemlich wenig, weil es geht ja nicht um die Frage, ob die sich gegenseitig mögen oder nicht mögen, sondern es geht darum, ob von bestimmten Rockergruppen organisierte Kriminalität ausgeht. Und da können die sich vertragen, wie sie wollen. What? Sicherheitsbehörden müssen hinschauen. Ist Ende mit der Kriminalität, dann ist gut. Wenn es weiter damit geht, wenn wir weiter organisierte Kriminalität beobachten, dann hilft uns auch ein entsprechendes Vertragen zwischen den Rockern nicht weiter. Für die Ermittler bleibt es schwer, die Rockergangs zu packen. Auch weil ihre Gewalt- und Wirtschaftsdelikte selten von einer Sonderkommission verfolgt werden. Die Kuschelrocker-Show hätten sich Hells Angels und Bandidos auch sparen können. Es würde reichen, wenn die etwa 3000 Mitglieder von Rockerclubs in Deutschland nur eines tun würden. Das Gewaltmonopol des Staates akzeptieren. Motorradfahren? Nun, yeah. Weniger Kriminalität. Ja, das wäre doch was, Freunde. Ey, wilde Einblicke hier in etwas, in das ich so gar keine Einblicke habe. Wobei ich tatsächlich mal jemanden kannte, der Kontakt zu Hells Angels Leuten hatte. Da war ich sogar mal auf einem Geburtstag, da hing so der ein oder andere mit einer Kutte, hing da so rum. War wild. Das war mein einziger Berührungspunkt damit. Menschen, ja, die involviert waren in Kriminalität. Das weiß ich nicht. Die hatten auf jeden Fall... Kriminalität. Ja, aber wir brauchen 360%-Patch. Brauchen wir auf jeden Fall. Ja, okay. Okay. Jetzt guckt euch noch ein anderes Video an. Bis gleich. Ja.